Guten Morgen, es ist 7 Uhr, die Glocken läuten gerade in Amorbach und ich bin fertig, ich kann losfahren. Ich fühle mich fit und ich bin gespannt, was das heute gibt. Viele Höhenmeter, viele Kilometer, hoffentlich entspannt. Ich bin jetzt extra früh los, sollte also aufgehen. Von Amorbach nach Schneeberg und jetzt geht's über geschätzt 10-15 Kilometer stetig bergauf. Wenn ich das auf der Karte richtig gesehen habe, wären das so 350 bis 400 Höhenmeter. Hätte ich ja direkt zu Anfang schon mal einen guten Teil abgearbeitet. Aber es ist schön, hier durch den Wald. Ich bin froh, dass ich so früh losgekommen bin. Ja, erstmal gute Vorzeichen. So habe ich mir das erhofft. Es steigt moderat an auf einem wunderbar glatt asphaltierten Waldweg. Ja, da kann man ein paar Kilometer bergauf locker verkraften. Mein Knie verhält sich bisher auch ruhig. Das ständige Einreiben mit diesem Schmerzgel hat anscheinend ganz gut geholfen. Das werde ich weitermachen. Und mein Forumslader läuft auch wieder. Gestern war zwischendurch dieser reparierte Stecker, der Pluspol, ab und zu mal so ein bisschen rausgerutscht. Da habe ich mir gestern im Supermarkt noch Kleber mitgenommen und habe diesen Stecker ein bisschen fixiert und heute Morgen eingesteckt und er startete sofort wieder. Schön. Bald bin ich auch schon in Valdürn und meiner Erinnerung nach müsste das der erste Höhepunkt sein für heute. Und die stärkste Steigung dann. Jetzt werde ich erstmal die zwei Croissants verspeisen, die ich mir eben noch in Amorbach in der Bäckerei mitgenommen habe. Und natürlich noch ein bisschen was trinken bei einer tollen Aussicht da hinten. Valdürn, schöne Altstadt, ist scheinbar ein Wallfahrtsort mit schönen alten Rotsandsteinhäusern und Fachwerk. Aber ich bin nur durchgefahren, wie immer. Gucken, was auf dem Weg liegt und ansonsten das Fahren genießen. Auf der Hochebene hinter Valdürn, da pfiff sehr ordentlich der Wind. Heute war auch stärkerer Wind vorhergesagt, habe mich also nicht unvorbereitet getroffen. Selbst hier im Wald merke ich es immer noch deutlich, ist natürlich Gegenwind,
Aber es läuft noch gut. In Richtung Osterburken läuft es wunderbar, eben bergab, und die Wirtschaftswege hier, alle super asphaltiert. Also schön. Aber ab Osterburken, glaube ich, da geht es wieder rauf und dann wieder rauf, runter, rauf, runter. Aber ich bin froh, dass ich schon einiges heute hinter mir habe. Da kann ich entspannt in den Rest des Tages sehen. Halbwegs entspannt. Noch eine kleine Pause vor Osterburken, weil danach geht's wieder auf und da kann ich noch ein bisschen Energie tanken. Ich trinke noch was, esse noch ein Brötchen, was ich von gestern noch übrig habe. Und ja, ich hatte ja gestern Abend ein bisschen Muffen vor der Tour heute, aber es lässt sich gut an. Es ist 10 Uhr gewesen, eben als ich 30 Kilometer hatte. Es werden knapp über 80 heute. Das heißt, das sollte gehen, dass ich mich langsam die Berge hocharbeite. Mein Knie spielt mit. Soweit, so gut. Der erste Statusbericht. Die nächsten Folgen. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Damit ist Osterburken schon wieder Geschichte für mich. Geschichte haben die da übrigens genug. Ich hatte ja eben das Römermuseum gefilmt. Und als es hier den Berg hochging, waren ganz viele Überreste von einem Kastell, vom Limes, von einer Befestigung. Hier scheint ein großes Limes-Tor gewesen zu sein, gemauert. Aber das war genau im steilsten Anstieg heute eben aus dem Ort raus. Und da war ich so schön im Tritt. Und habe weitergetreten, getreten. Da wollte ich keine Kamera rausholen. Es geht jetzt noch ein bisschen den Berg hoch. Und ja, ich schwitze ein bisschen. Und dann kommt ein ständiges Auf und Ab. Ich bin bald übrigens, komme ich ins Jagsttal. Dann natürlich einmal quer über den Berg. Kocher bin ich ja auch schon gefahren. Das ist ja jetzt wirklich mal anschaulich. Turm mit Mauer, Wall und Graben daneben. Aber irgendwie weiß ich nie so wirklich, ob das echt vor 2000 Jahren so ausgesehen hat. Naja, die Historiker müssen es wissen und die Archäologen. Gerade wieder mal eine kleine Steigung hochgekämpft. Ich fahre hier, so wie man das jetzt gerade gesehen hat, über die Felder, kleine Wälder, und es geht immer wieder rauf und runter. Mal 50, mal 100 Meter, meist steil, durch kleine Dörfer. Wie sagt man so schön, 3 Häuser, 5 Spitzbuben. Ja, meistens irgendwie ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Hofladen oder sowas. Sehr ruhig, angenehm. Solche Gegenden liebe ich. Ja, sehr schön. Die ersten 3 Tage haben sich wohl ausgezahlt an Training. Es geht. Ich habe schon 700 und irgendwas Höhenmeter. Und ja, ich bin im Training. Es läuft einfach. Ich kurbel langsam, langsam, langsam hoch und genieße die Abfahrten. Ja, so geht's weiter. Vielleicht bin ich gegen Mittag im Jagsttal. Dann werde ich sehen, dass ich da mal was Leckeres esse. Heute habe ich irgendwie Lust, mir was Schönes zu kaufen, irgendwie eine Pizza oder einen Döner oder sowas. Mal sehen.
fühle mich beim Kartenwechsel irgendwie beobachtet. Meine letzte Aufnahme war von da oben und dann ging es die Straße runter. Da unten ist ein Dorf und jetzt kämpfe ich mich wieder hoch. So geht das die ganze Zeit, aber bald bin ich in Jagsthausen unten im Jagsttal und da will ich, wie gesagt, sehen, dass ich mal eine Pause mache, eine größere Pause. Im vergangenen Jahr von der anderen Seite. Heute mal diese Ansicht, Jagsthausen, das berühmte Schloss vom Götz von Berlichingen. Oder Burg? Burg vielleicht. Die Jagst, wie schön. Ich habe dann auch meinen Döner bekommen, mit einer Cola dabei, habe mich ordentlich gestärkt. Das brauchte ich jetzt. Die Jagd streife ich hier nur kurz. Es geht jetzt direkt wieder über den Berg runter zum Kocher. Sindringen, genau. Und dann geht es wieder rauf und wieder runter. Kennen wir ja schon. Aber es sind gar nicht mehr so viele Kilometer. Ist ganz, ganz beruhigend, dass ich heute Morgen so früh gestartet bin und jetzt schon so viele Kilometer hinter mich gebracht habe. Da sollte es dann kein Problem sein, den Zeltplatz, den Campingplatz, den ich mir ausgesucht habe, zu erreichen heute. Hinter mir beim Wasserturm, keine halbe Stunde später, nach dem Döner, bin ich schon oben auf der Höhe zwischen Jagst und Kochertal. Jetzt geht es erstmal wieder runter ins Kochertal, kann ich ein bisschen mich durchpusten lassen und dann geht es nochmal so steil hoch. Richtung Öhringen geht es dann. Aber es geht mir immer noch gut. Das Wetter ist heute eigentlich auch perfekt. Es ist sehr bedeckt, aber die Luft ist immer noch mild. Es wird wohl einen Wetterwechsel geben. Morgen wird es deutlich kühler werden. Habt in der Mittagspause mal nachgeschaut auf der Wetter-App. Regen, aber nur vereinzelt. Ein Schauer ist am ehesten am Sonntag, so wie es jetzt aussieht. Und da gehen die Temperaturen auch schon wieder ein bisschen höher als morgen. Ja, gestern Abend war ich echt ein bisschen unsicher, aber jetzt geht's mir wieder gut. Und wieder gefühlt nur wenige Minuten später bin ich schon am Kocher bei Sindringen. Und da, den Berg, geht es jetzt wieder rauf. Wow, von Sindringen hoch gab es eine Handvoll extra steiler Steigungen. Aber glatter Asphalt, zwei, dreimal Pause gemacht und dann ging das hoch. Also heute Abend haben Kette und Knie eine extra Schmierung verdient. Weiter geht's nach Öhringen, wenn ich mich nicht irre. Berg runter jetzt erstmal abkühlen. Zum Glück brennt die Sonne heute nicht so wie gestern oder die Tage davor. Wow. Das Wetter ist heute eigentlich zum Radfahren perfekt. Hier dürfte ich jetzt aber wirklich oben sein. In die Richtung muss ich. Das dürfte Öhringen sein. Aber hier gibt es eine Aussichtsplattform, Limesblicke. Und da die erstens nicht allzu hoch ist und es mir zweitens im Moment recht gut geht, gönne ich mir die Limesblicke. Oh, nicht, dass ich stolpere. Die meisten Orte, die hier auf der Karte verzeichnet sind, zumindest würde ich mal sagen, ab hier, sieht man gar nicht mehr.
Wegen der Bäume, die da reingewachsen sind. Also, viel mehr als von unten sehe ich hier auch nicht. Aber ist schon okay. Die Stadt Öhringen war da mal wieder ein verkehrstechnischer Schock für mich. Eine ganz enge, verwuselte Stadt, freitagsmittags, wenn sie alle raus ins Wochenende wollen. Aber ich bin durch. Ein letzter Kartenwechsel und dann sind es nur noch wenige Kilometer bis zu meinem avisierten Campingplatz. Ich will hoffen, dass da alles klappt und dann freue ich mich auf einen ruhigen Nachmittag, Abend und auf den nächsten Tag. Aber erstmal weiterfahren, so weit sind wir noch nicht. Camping Seewiese Buchhorn. Der letzte Anstieg nach Heubach, das ist der letzte Ort hier, einen Kilometer hier vor, der war nochmal richtig knackig. Und auf was bin ich gekommen? 1500 Höhenmeter, wie an den ersten drei Tagen. Tja, ist wohl meine magische Zahl auf dieser Tour. Aber egal, ich bin jetzt angekommen, es dürften 16 Uhr oder so sein. Ich habe also genug Zeit, den Abend zu genießen. Bis zum Sanitärgebäude ist es leider ein bisschen weiter. Das werde ich wahrscheinlich mit dem Fahrrad machen, obwohl ich habe ja Zeit. Ein bisschen zu Fuß gehen tut mir zur Abwechslung auch mal gut. Ich bin alleine auf der Campingwiese, auf der Zeltwiese. Die Saison ist halt deutlich vorbei. Aber jetzt mache ich es mir erstmal gemütlich. Es stürmt und regnet gerade, das heißt, es fängt an zu regnen, aber es stürmt ganz ordentlich, heftige Böen, eben mein Zelt noch mit den Zusatzschnüren abgesichert, aber jetzt scheint es zu halten. Es bläst ganz ordentlich. Das ist ein Regengebiet, was jetzt über uns wegzieht. Ich hoffe, in ein, zwei Stunden ist das alles wieder gegessen. Heute Nacht soll eigentlich der Wind nachlassen. Ich hoffe, dann ist es ruhiger. Aber ich habe hier einen perfekten Unterstand auf der Zeltwiese gefunden. Ich bin ja eh alleine auf der Zeltwiese. Und dann kann ich mir hier gemütlich machen und jetzt was zu essen kochen. Hier sitze ich in meinem Stühlchen. Also das sieht ja schon ganz heftig aus, wie sich die Zeltstangen biegen. Ich hoffe mal, dass dieses Alugestänge das Ganze aushält. Naja, wird schon. Ich hoffe, das Regengebiet ist auch bald vorbei und dann wird der Sturm auch nachlassen. Es regnet und stürmt, aber laut Regenradar ist das in einer Stunde oder so wieder vorbei. Aber hier unter meinem Unterstand, kein Problem. Ich habe mir einfach jetzt ein paar Nudeln gekocht oder bin gerade dabei, die Nudeln zu kochen und habe zwei von den Asia-heiße Tasse Würzmischungen da reingekippt und hoffe, dass das einfach jetzt so was Nudeliges mit Würze dann ist, was halbwegs schmeckt. Ich habe eh nichts anderes. So schaut's aus. Und so schaut's draußen aus. Ich schaue übrigens immer mal wieder um die Ecke nach dem Zelt, aber bisher hat es gehalten. Die stärksten Sturmböen, eben, die haben schon ganz gut dran gebogen. Aber mit ein bisschen Glück war es das ja jetzt. Hoffentlich.